nämlich Hans Tiernich als Libero, er hält die Mannschaft zusammen. Aber ganz wichtig ist ein Mann, den man erworben hat, Marian Wallach. Er soll ein Garant für Tore sein. Der Mann im Burgenland, Garant für Tore. Die Kingenbacher, die in den weißen Dressen spielen, beginnen furios. Erster Angriff. Okorny schießt, Oberwart-Tormann Neubauer kann vorerst noch abwehren, aber Marian Wallach ist zur Stelle und bringt Kingenbach in Führung. Nach exakt einer Minute und zwei Sekunden fällt das erste Tor im Burgenland-Derby. Nur sechs Minuten später. Wallach flankt zur Mitte und es steht 2:0. Der erst 18-jährige Markus Pachhammer baut den Vorsprung seiner Mannschaft aus. Schöner Kopfball von Pachhammer und Oberwart-Tormann Neubauer ist geschlagen. Oberwarts neuer Trainer Willi Keipel sieht in der ersten Hälfte nur eine effektive Torchance seiner Mannschaft, Dietmar Kantauer, vergibt. Es bleibt bis zur Pause beim 2:0 für Kingenbach. 1500 Zuschauer im 1200 Einwohnerdorf Kingenbach sehen dann nach dem Seitenwechsel eine immer stärker werdende Oberwarter Mannschaft. Kurz nach der Pause scheitert Kapitän Gerhard Hirzi noch an Kingenbach-Tormann Fiegel, aber in der 53. Minute gelingt dann der Anschlusstreffer. Eckball von Pegam und nach diesem schweren Fehler von Tormann Fiegel drückt Christian Cristalozzi den Ball ins Tor. In der Schlussphase haben dann wieder die Kingenbacher die besseren Möglichkeiten. Der eingewechselte Haimo Jani scheitert zunächst an seinen Nerven und anschließend an der Latte. Der ASK Kingenbach gewinnt das Burgenland-Derby gegen die Sportvereinigung Oberwart mit 2:1. Ja, und 2:1 auch die Torwette und der Toto-Tipp richtig für die Toto-Freunde ist Tipp 1. Wir zeigen Ihnen noch die Tore von einem weiteren Spiel, nämlich Wenner gegen Spital. Da waren beide noch ohne Punkt.